Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Letztes Mal ist irgendwie die Aufnahme abgekackt, ehrlich gesagt. Ich nehme diesen Teil nämlich jetzt schon zum zweiten Mal auf. Aber das letzte Mal, wo ihr gesehen habt, was ich gemacht habe, waren wir gerade am ersten Turm und haben eine Paragon-Rune reingesteckt. Da scheint also hier irgendein großer Zirkel zu sein, ein großer Machtzirkel, mit dem wir. Ach so, ja, und wie versprochen habe ich hier, ne, die Balken aufgeladen. Wir sind also wieder hier voll im Saft quasi. Ein großer Machtzirkel, wo wir scheinbar irgendeinen Spruch machen können. So, dann gehe ich mal hier rüber. Ruckelt's mal wieder. Ich habe mittlerweile den neuen Rechner, aber diesen Rechner hier noch nicht bei der Firma abgemeldet. Von daher konnte ich das Windows noch nicht installieren. Und der neue Rechner, der leistungsmäßig das super hinkriegen würde, kommt mit der Aufnahmebox nicht klar, weil ich die nur über die Docking Station anschließen kann, da der neue Rechen-Laptop nur noch USB-C-Anschlüsse hat. Die Aufnahmebox kommt nicht damit klar, wenn sie nicht direkt am Laptop hängt, aus irgendeinem Grund. So, dann wollen wir doch mal. Das heißt, wir müssen heute immer noch das Gurgel in Kauf nehmen. Hoffentlich meldet sich morgen unser IT-Support, dann kann ich den Rechner retiren und einmal neu installieren. Und wie ein Kollege schon gesagt hat, dann wird wahrscheinlich hier alles viel fluffiger laufen. Und eigentlich ist auch der hier geplant als der Streaming-Rechner. So, sofern da die Ruckelei nicht zu schrecklich wird. Ansonsten gucke ich mich um nach einem Adapter der einen USB-Bux auf der einen Seite und einen USB-C-Stecker auf der anderen Seite hat. Wisst ihr was? Wir zählen jetzt mal, wie groß der Zirkel hier ist. Falls wir es letztes Mal schon gemacht haben, habe ich es einfach vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das kannten wir schon. Sechs. Hier ruckelt es wieder. Ich bleibe mal eben stehen. So, das sollte übrigens für euch das Geruckel kein Problem sein. Komm schon. Es ruckelt immer noch euch. Sieben. Ich mache trotzdem weiter. 8, wie 9. Ein Neuner Zirkel haben wir hier. Wow, das heißt, wir können der Magie wirklich super, super stark sprechen. So, ich sollte vielleicht das nächste Ding aktivieren. Ich würde sagen, so, Feld aktivieren. Und jetzt teleportieren wir uns zum nächsten Turm, wo wir die nächste Rune setzen können. Und rein mit uns. Schauen, ob da unser Gegner wartet. Nein. So, und wir können eine Rune auswählen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was für einen Zauberspruch wollen wir denn machen. Gucken wir mal eben hier durch die Liste durch, ne? Also wir können ein magisches Item machen, das hilft uns wohl nicht auf Stufe 9 oder auf 9er Zirkel. Erholung auf 9er Zirkel, ja, da sind wir halt voll aufgeladen, das sind wir eh schon. Erkennen, ja, vielleicht würde ich jetzt mal so als an letzter Stelle sehen, vom Ausprobieren her. Isolierung, das war dieses Schutzschild, wo man nicht rein kann, aber wenn, dann würden wir wollen, dass sie nicht rauskommen. Hilft auch nicht. Das gilt nur für eine Richtung. Aufhebung, ja, okay. Klingt nicht schlecht. Wir heben irgendeine Magie, böse Magie auf. Trapper, also Kreatur beschwören. Da wäre ich neugierig, was es macht. Okay. Schutzschild, das sind diese Punkte, die um uns rum sind. Das würde ich machen, wenn ich den Zauberspruch mache und dann unweigerlich in Kampf losgeht. Dann würde ich das Schussschild machen, dass wir also dann 9 Punkte um uns rum haben, die uns beschützen. Gut, Kreatur schön. Hatten wir schon. Magische Attacke klingt vielleicht auch interessant. Das Grauen, wie ist wieder Kreatur beschwören? Das haben wir noch nicht gemacht. Das Grauen ist der Fünferzirkel mit Kreatur beschwören. Das sind diese dreiköpfigen Viecher. Und die magische Summe, die ich nie benutzt habe. Von der Beschreibung her klingt das ja so, als hätte man zeitweise endlos viel Magie und dann irgendwann, also wenn es zu Ende ist, gar keine mehr und man muss sie wieder aufladen. Klingt jetzt nicht sonderlich sinnvoll, außer man kann das wirklich sehr lang machen. Also das ist dann bei einem 9er Zirkel super, super, duper lang und auch wieder für den Endkampf interessant oder so. Ich würde sagen, wir probieren aus Aufhebung, also die Magie, die böse Magie aufzuheben. Und dann würde ich tatsächlich sagen, die magische Attacke. Aufhebung, magische Attacke und dann beschwören wir, gucken wir, was die Kreaturbeschwörung macht, ob das funktioniert. Und dann gucken wir mal weiter. So, also. Genau. Genau, er schlägt mit dem Dings zu, weil er weiß ja gar nicht, was er machen muss. Aufhebung. Prüfen. Und das ist dann Nefleck und Redgormor. Und das war zurück. Runen. Nefleck war aufheben und Redgormor ist dann bestimmt Areal. Ja, Areal. Okay. So.
Nein, ich drücke A zum Bestätigen. So, da haben wir nämlich hier einmal... Ah, Areal haben wir jetzt. Also wir haben jetzt erstmal das Ziel. So, das hat doch schon mal was getan. Das heißt, entweder haben wir den richtigen Zauber. Wir sind auf der richtigen Fährte. Oder wir können tatsächlich jeden Zauber sprechen. So. Und da kommen wir jetzt zurück. Und da sind doch schon Gegner. Und da ist eindeutig ein Tripper. So einer. Ja, wieso treffen wir? Wir treffen ihn doch. Wieso zielt er nicht? Er... Okay, das... Ich habe tatsächlich eben gedacht, wieso jetzt? Jetzt zielt er auf einmal. Interessant. Sehr interessant. Okay. Ich hoffe, das zählt für die nicht. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann... Geh an mir vorbei. Lalala. Hier ist nichts. Ich bin eine Wand. Lalala. Und gegen die hilft halt am besten sowas hier. So, dann gucken wir mal, wenn einer wieder kommt. Müsste ja wieder zurückkommen. Ich ist jetzt gerade rechts. Jetzt kommt er bestimmt von links, weil ich meine Kopfhörer verkehrt rum auf habe. Die sind auch nicht markiert, ne? Die Kopfhörer hier. Das ist auch ein bisschen doof. Ich weiß, warum er nicht visiert hat, weil ich ein Depp bin und die falsche Seite... Ich habe die falsche Schultertaste gedrückt. Dann kann das natürlich mit dem Anvisieren nicht funktionieren, wenn ich die Rennentaste drücke. Das war wohl ein Treffer. Das haben die anderen natürlich gehört, ist ja offensichtlich. So, fließt da unten Wasser oder Blut? Das ist mal eine interessante Frage. So, ich warte noch nicht, dass ich aus Versehen gegen uns gegenschließe. So. Wieder einer weniger. Sind das jetzt noch zwei oder ist das einer? Ich höre es jetzt von links, aber wahrscheinlich ist das der rechts, wie gesagt. Ich gehe mal davon aus. Gucken wir uns erstmal das hier an. Und da ist auch die Frage beantwortet. In den Straßen der Verdammten fließt das Blut durch in Stein eingelassene Kanäle. Entweder um den Bewohnern der Stadt Nahrung zu geben oder um die dunkle Magie Xelotaths mit Energie zu versorgen. Ich würde gerne die Kamera drehen können. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass jetzt ein Trapper wieder im Bild erscheint. Den wir ja immer wieder hören. Das ist halt hier so ein bisschen... wieder. Genau im interessanten Moment. Ich bleib jetzt hier einfach mal stehen, weil ich weiß nicht, wo der ist. Ich kann den nicht einschätzen. Aber er hört sich doch sehr... Es hört sich auch an wie zwei. So, aber den Hebel kann ich betätigen. Zumindest haben wir den Rückweg freigemacht schon mal. Sieht er etwas an oder hält er die Knarre nur nach vorne? Ich glaube, der hält die Knarre nur nach vorne. Aber er dreht sich immer wieder in die Richtung. Da scheint was zu sein. Was auch, wo auch immer der Trapper ist, er kommt näher. Ja, ich habe meine Kopfhörer sind Seiten vertauscht. Eindeutig. Ich höre nämlich die Sounds gerade auf der linken Seite. Gut, das muss ich im Kopf behalten. Kopfhörer, Seiten vertauscht. So, dann haben wir hier irgendwo gerade eben ein Tor geöffnet. So. Das wäre hier. Dann gucken wir eben nochmal ein bisschen Sanity können wir nochmal heilen.
für den Fall, dass wir gegen irgendwelche Gegner kämpfen müssen, die uns eben hier wegnehmen möchten. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir hier nach oben. So, Turm 2 hätten wir erledigt. So, jetzt sind wir wieder hier in dem ersten. Okay, das ist interessant. Wir sind also hier wieder zurückgekommen. Gut. So. So. Wieder aufhören zu rennen. Dann nehmen wir den dritten Turm. Und bevor wir das tun... Ich erwarte nicht, dass hier ein Gegner ist. Das wäre etwas sehr fies. Bevor wir das tun, wir sind hier jetzt wieder voll aufgeladen. Können wir einmal... speichern. So. Und Turm Nummer 3. Es hört sich ja immer so an, als wenn man irgendwie Stromschaden kriegt oder so. Also um genau zu sein, hört sich sehr an wie der eine Angriff von den Grauen. Jetzt sind wir so aneinander still auf einem der anderen Türme hier oben. Und dann renne ich doch eben vor. Da dürften wir genau wieder einfach nur Parkon setzen. Das ist kein Problem. Das kann nicht falsch sein. So. Dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Ich erwarte jetzt, dass bei jedem Turm die Gegner stärker werden. Nichts. Ich höre nichts. Da hinten ist ein Zombie. Die Fragmente eines längst vergessenen Museums. Die Nischen sind heute mit fast undurchsichtigem Glas versiegelt. Aber vielleicht standen vor langer Zeit einmal die Kreaturen und Artefakte des verlorenen Enga in ihnen. Okay, ich kann hier, hier sieht man einen Zombie, hier sieht man, ja, tatsächlich sieht man hier die ganzen Kreaturen, die wir bekämpft haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Gläser zerspringen. In dem Moment, ja, ich kann nicht speichern, das ist auch ein gutes Anzeichen dafür, dass wir jetzt gegen die alle kämpfen müssen, wenn wir den Hebel betätigen, um rauszukommen. Also ein Grauen hat sich schon mal befreit. Der Zombie auch. Der Trapper auch. Grauen, Trapper, Zombie. Also gegen den Grauen können wir locker. Der müsste hier gewesen sein, genau. So. Haben wir schon mal das geschafft? Das haben wir schon. Ich wollte den Finalschlag machen. Bevor der Zombie kommt. Naja, gut. So. So viel zu dem Thema. So, den Zombie hat's auch zerlegt. Und für den Trapper nehmen wir wieder unseren trusty Revolver. Das hat nicht funktioniert. Da haben wir nicht getroffen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin mal leise. Vielleicht. Nein. Okay, es ist weiter weg und sonst nicht. Er reagiert überhaupt nicht und dann steht er neben mir auf einmal. Interessanter Trapper. Der ist hier wahrscheinlich so im Kreis gelaufen. Okay, gut. Das Museum haben wir auch schon mal gesäubert. Dann würde ich sagen, heilen wir uns wieder hoch. Und trinken wieder einen Schluck. Wir jetzt rauskommen. Ob wir wieder im Gang sind oder ob wir jetzt nochmal durch ein zweites... Ne, wir sind schon wieder im Gang. Okay.
So, ich will aber jetzt hier natürlich. Ich will, bevor ich in das nächste Ding gehe, möchte ich natürlich auch wieder speichern und meine Energie aufgeladen haben. Das heißt, wir rennen jetzt einfach mal um dieses Gerät hier drumherum. So, dann sind wir außer Atem. Marathon wird der nicht laufen können. Ah, noch eine Runde. Eine Runde müssen wir noch. Jetzt ist es richtig außer Atem. So, das denke ich sollte reichen. Genau, dann können wir hier speichern. Jetzt für jeden Pfeiler einen Spielstand. So, dann wollen wir doch mal zum nächsten, den nächsten aktivieren. Aktivieren. Und rein da. Okay, wieder dasselbe Spiel. Das müssen wir jetzt also 9 Mal machen. Das ist wieder ein Paragon, das ist wieder einfach. Also, wenn wir was ändern müssen, ist es das zweite. Nicht das dritte und vierte. Okay, kein Trapper. Hier sind Türme, so Pfeile hier angeordnet. Das ist eine große Statue von irgendeinem interessanten Viech. Der Ausgang scheint nicht versperrt zu sein. Ist trotzdem ein Hebel. Das ist interessant. Ich bin neugierig. Ich will jetzt erstmal, ich gucke auf die Karte. Okay. Wir kommen also in dem Gang hier an einer anderen Stelle raus. Aber hier ist noch eine Tür. Und die interessiert mich. Weil wo führt die hin? Die führt hier nach links. Ah, das ist keine Tür, das sieht nur so aus. Okay. Können wir den Raum noch irgendwie untersuchen? Haben wir hier noch den roten Untersuchen-Knopf irgendwo? Dass der uns hier noch eine schöne Beschreibung von dem Raum gibt. Nee, scheinbar nicht. Hier ist nur noch ein Hebel, den wir ziehen können. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann einen Gegner haben. Gucken wir mal, ob wir speichern können. Ja, dann kommt hier wahrscheinlich kein Gegner. Wahrscheinlich heißt aber nicht, dass es so sein muss. Das war lediglich eine Vision und sie hat uns tatsächlich auch noch nicht mal was anhaben können. Wir haben den Hebel trotzdem schon gezogen. Das heißt, ich kann hier raus. Der Wurm ist nicht wirklich gekommen und hat uns angegriffen. Und auch jetzt sind hier immer noch keine Gegner. Sehr fein, das heißt, wir können direkt... Da brauchen wir jetzt... Also, ich glaube, für Paragon-Türme, bei einem Paragon-Turm brauche ich keinen neuen Spielstand zu erstellen. Sondern da überschreibe ich einfach den alten, weil da wird es in jeder Konfiguration mit der Paragon stehen. So. Abgesehen davon kann es auch gut sein, dass wir das wieder ändern können, dass wir nicht nur eine Chance haben. Aber ich gehe halt immer vom Schlimmsten aus. Der nächste Turm. Da, der hat jetzt zum ersten Mal einen Gegner oben auf. Nämlich einen Trapper. Nein? Oh, das ist ein Enfield Mark I Star Revolver, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt wurde. Er hat einen Spannabzug mit einer Trommel für 6 Kugeln mit Kugelsetzer. Was auch immer ein Kugelsetzer ist. Wer das weiß, kann das gerne unten in die Kommentare schreiben. Der Enfield ist für 380er Revolvermunition ausgerüstet. Das sind 0,38
Zoll, wenn ich mich nicht irre, ist die Einheit, also der Kugeldurchmesser. Aber ich kenne mich mit Waffen nicht gut aus. Das kann sein, dass es falsch ist, wenn gerne korrigieren. Aber soweit ich weiß, war das das, was man da ausgibt. Und ich hätte ja das mit allen anderen noch machen können. Die Holland und Holland Doppellauferflinte feuert mit großen 0,5 mal 3, ja, das wird wahrscheinlich Zoll sein, Nitrokugeln. Ja, 3 Zoll, das ist schon ziemlich lang. Ich nehme gerne auf und aus, das ist jetzt Durchmesser mal Länge. Nashörner und Elefanten werden durch einen Schuss leicht zu Fall gebracht. Nur ein Verrückter hätte beim Anblick einer Holland und Holland, die auf ihn zielt, keine Angst. Gut, die Munition. Gut, Anna, das ist tatsächlich etwas. Hier. Das ist tatsächlich der gleiche Text, den wir schon kennen. Okay, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Die ganzen Waffen auch nochmal, die Beschreibung lesen. Die Ithaca Model A ist auch bekannt als Gangsterflinte. Eine doppelläufige Hinterlader-Schrotflinte, die mit einem oder beiden Läufen gleichzeitig feuern kann. Und der Säbel? Kavallerieschwerter wie dieser Säbel gehörten hauptsächlich zu Zeremonienuniformen der Offiziere. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war er bei amerikanischen und englischen Kavallerieoffizieren gleichermaßen beliebt. Wir haben auch noch ein bisschen Geschichte gelernt. Sofern das jetzt nicht irgendwelche fiktiven Waffen sind. So. Und der Trapper hat gelernt, dass man sich nicht mit jemandem anlegen sollte, der eine Waffe hält. So. Dann wollen wir doch mal hier. Jetzt kommt die Ausrichtung. Da können wir auch noch einen Fehler machen, weil wenn wir jetzt natürlich die falsche Ausrichtung wählen, dann ja, ungünstig. Ich würde sagen, Chaturga ist richtig. So. Und der Rückweg öffnet sich. Oh, jetzt ist das Ding hier rot. Er hier. Da haben wir ja eine einfache Sache gegeben. Nämlich immer dann schießen, wenn er gerade zaubert. Das ist jetzt nicht sonderlich komplex. Dass man auch dazu kommt, ihn zu schießen. Sprich, dass man ihn auch anvisiert, wenn er dann irgendwo stehen bleiben sollte. Ruckelt tatsächlich das Spiel total. Aber das war der Gegner. Das war der Gegner. So, dann machen wir noch den berühmten Finalschlag. Und ich habe eben jetzt gedacht, scheiße, wir verlieren grüne Energie, aber das ist einfach nur ein Kraftfeld, hinter dem die Kamera gerade verschwunden ist. Okay, das ist ja schon mal gut. Wie viel Schuss haben wir denn noch für die? Oh, 64. Also, sind wir gut ausgerüstet. Okay, kommen wir hier oben. Hier ist der Hebel. Und höchstwahrscheinlich kommen jetzt nochmal Gegner. Würde mich nicht wundern. Nein, es verschwindet nur eins der Kraftfelder. Auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier. Und tatsächlich gibt es Ausgänge in alle drei Richtungen. So, dieses Kraftfeld hier ist noch da. Es ist wahrscheinlich jetzt das hier weg, ne? Ja, genau. Und müssen wir uns irgendwie heilen? Ich glaube grün, ne? Nein, es ist alles voll. Sehr schön. Dann können wir einfach zurück. Und einmal. Da ist eine sehr ruhige Episode heute. Also zumindest für uns. Er ist hier ständig aus der Puste. Aber ich sitze hier tatsächlich total entspannt zurückgelehnt auf meinem Stuhl. Übrigens nicht mein neuer Stuhl, denn der war ausverkauft. Ich glaube sogar mittlerweile, dass das durch die ganze Homeoffice-Geschichte, Entschuldigung, die Homeoffice-Geschichte ist, dass gute Bürostühle ausverkauft sind.
Also zumindest bei IKEA, die zwei, die ich im Auge hatte, sind weder, also ich bin hingefahren, habe mich in verschiedene reingesetzt und die zwei, wo ich gesagt habe, das sind potenzielle, die ich mir kaufen würde, die waren nur noch in 5 verschiedenen Märkten in ganz Deutschland erhältlich und auch nicht mehr lieferbar. Dann ist nicht mehr, sondern nicht, also nicht per Post bestellbar. So, und dann wollen wir doch mal die nächste. Das ist ein Paragon. Jetzt ist Paragon auch rot geworden, weil wir Chaturga ausgewählt haben. Kann ich eigentlich auch hier oben speichern? Das wäre ja eigentlich viel praktischer. Ich speichere immer, bevor ich die. Naja, gut, okay, das bisschen. Nee, das bisschen Zeit, ne? Das rüberlaufen, das können wir auch so machen. Okay, ich sehe direkt einen Trapper und habe einen zweiten im Augenwinkel gesehen. Augenwinkel unten. Nein, nicht prüfen. Na komm. Man muss sich weiterhin noch konzentrieren. So. Tschüss. Der ist jetzt noch aufgeschaltet. Das soll jetzt. Und zwei. Und da ist noch ein. Dritter. Dann können wir auch nachladen. Oh, das sind die letzten Schuss. Schade, dann müssen wir die starken Waffen nehmen gegen die Trapper. Das ist natürlich nicht gut. So. Den Rückweg freigemacht. Und dann können wir jetzt hier. Oh, okay. Ich dachte, da geht auch eine Treppe hoch. Wir müssen tatsächlich hier lang. Okay, ja. Das Spiel ist es klar. Das Spiel will uns zwingen, dass wir an den Treppen vorbeigehen, ne? Dass wir auf jeden Fall da durch müssen. Sonst hätten wir ja einfach direkt einfach in die Kamera hineinlaufen können, direkt von Anfang an. So. Landen wir hier. Das war der Raum, wo wir das Vieh verfolgt haben. Jetzt nicht wundern, wenn ich komisch reagiere. Es hat wieder geruckelt. Und dann geht es gerade wieder. Nicht zur London, nö. Dann geht es gerade wieder zurück. Einmal. Einmal hier rein. Saven. Das war der gleiche Spielstand, denn wir haben hier jetzt keine Entscheidung getroffen. Wir haben nur gepargont. Na, ich renne jetzt hier ständig überall gegen. So. Ich gehe davon aus, dass das hier das Pargon, dass die letzte wieder ein Pargon sein wird. Dass das hier jetzt wieder die Aktion sein wird. Und da sind wir. So, kein Trapper. Da höre ich immer kurz hin. Bleibe ich erstmal stehen und höre kurz hin. Genau, da haben wir ein Paragon. Beziehungsweise genau, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber. Das heißt, es ist wieder der Freund hier. Mal sehen. Jetzt hat er also einen Gegner beschworen und ist damit auch erstmal kein guter Gegner für uns. Hat er nicht. Das ist nur das Problem. Wenn ich ihn nicht sehe, weiß ich nicht, wo ich angreifen muss. Da. Da muss ich ihn angreifen. Das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Der ist geschützt. Achso, der ist jetzt genau. Der ist geschützt. Okay, dann machen wir mal was anderes. Dann machen wir mal das hier. So, das geht nämlich auch.
Ah ja, er stand in dem. Okay. Das bleibt auch an dem Schild hängen. Okay. Laufen. So. Jetzt haben wir ihn aber... Huch, das wollte ich auch nicht. Ich wollte tatsächlich das hier. Jetzt haben wir ihn aber getroffen, weil wir um das Ding drumherum geschossen haben. Hier ist doch irgendwo noch so ein... Zombie, glaube ich. Irrlicht. Das klingt, dieser Soundeffekt, wenn der stirbt, das klingt irgendwie, als wenn es ein Audiofehler wäre. Als wenn das Samples irgendwie, Zufallssamples irgendwo in der Liste geschrieben worden wären. So, jetzt bricht natürlich dem sein Schutzschild da hinten zusammen, weil derjenige, der es gewirkt hat, weg ist. Mal hier im Kreis gucken, ist nochmal um. Tatsächlich ist hier sonst niemand. Sehr fein. Dann würde ich sagen, heilen wir uns erstmal. Gleich noch ein bisschen Sanity heilen. So. Dann gehen wir eben hier durch und machen einfach weiter. Unbeirrt. Ein Glück, ich wollte nämlich so rum machen und das, genau, das kostet weniger Energie. Entschuldigung. Jetzt wissen wir nämlich, dass wir voll geheilt sind. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite rausgekommen. Kann man auch hier wieder das Ding direkt hochgehen. Und so, der Grund auch wieder, wenn ich auf einmal langsam mache oder einfach stehen bleibe oder so, ist der Grund, weil es bei mir anfängt, der Rechner zu hakeln. Und wie gesagt, ich spiele nicht in einem Emulator. Das Hakeln ist eben nicht das Spiel, sondern das ist tatsächlich einfach der Aufnahmerechner. Und so bis unten im Kernel, also selbst der Mauszeiger von Windows, hakelt in dem Moment. Da ist irgendwas total schief. Ich schätze, das hat was hier mit dem Virenscanner und mit der Ausrüstung von der Firma, also der Softwareausrüstung von der Firma zu tun. So. Wieder reingehen, würde ich sagen, einmal ein bisschen sportlich sein. Wieder einen kleinen Sprint, einen kleinen Dauerlauf. So, eine Runde. Komm schon. Ah, ja, noch eine Runde. Und dann speichern wir nämlich. So. Hier runter. So, diesmal habe ich versucht zu ignorieren, dass es ruckelt und bin halt voll in die Pedestals reingelaufen. So, hört auf, schwer zu atmen. Von daher. So, jetzt. Ach, jetzt hätte ich auch direkt speichern können. So, das war eben ein Paragon, also kann ich den hier machen. Und rein mit uns. Oh. Ich habe ihn gehört und trotzdem ignoriert. Das war nicht gut. Jetzt ist er weg. So. Warte mal, hatten wir hier eben den anderen Turm gesehen?
Nee, das ist auch kleiner als der Turm, auf dem wir sind. Also die Türme sind so weit voneinander entfernt, dass wir sie nicht voneinander sehen können. Hier wählen wir jetzt die nächste Rune aus. Und da gucke ich jetzt eben nochmal auf den Spruch, weil ich ja vergesslich bin. Aufhebung war... Da gucke ich jetzt... ja gut, ich muss so rund so runter scrollen. Und das kann ich auch einfach... Ah ja, ich kann einfach Start drücken. Also das war diese zwei Säulen mit dem Dach. Ich scroll in die falsche Richtung. Und das war hier aufheben. So. Und damit haben wir das gemacht. Aber bevor wir jetzt hier durchgehen, würde ich sagen... Beziehungsweise ich würde nicht sagen, ich mache es einfach. Ich verabschiede mich für heute und ihr seht, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Panty spielt Eternal Darkness. Also bis dann. Ciao, miau.